Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist ATXTV und willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir mal, ihr seht, FIFA 18. Habe ich noch nie gebracht. Wir spielen Ultimate Team, wie ihr sehen könnt. Da ich es noch nie gebracht habe, kennt ihr auch mein Team nicht. Deswegen bin ich auch gerade hier schnell rübergegangen. Mein Team werde ich euch gleich zeigen. Wundert euch nicht, ich spiele FIFA schon ein bisschen länger. Ihr seht, seit Februar 2016 ist es auch noch nicht so lange, aber ja, es ist auch nicht seit gestern. So Leute, und ich zeige euch mein Team in 3, 2, 1, boom, und wir sind drauf und boom. Da ist das Team, meine Freunde. Keine Ahnung, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Team findet. Ich finde es relativ gut. Im Sturm habe ich Mbappé. Ich habe ziemlich viel gesniped und dadurch habe ich auch sehr viele Coins bekommen, wodurch ich mir dann auch Mbappé und unter anderem auch Gabriel Jesus leisten konnte. Dembélé auch. Sané und Kedira und so natürlich dann auch. Heute werden wir ein bisschen online spielen. Vielleicht ein, zwei Matches, wenn ich es schaffe. Ja, für Champions bin ich leider nicht qualifiziert. Da habe ich ein bisschen reingeschissen, beziehungsweise habe es auch nicht. Habe es auch richtig vercheckt, aber morgen ist dann wieder, neues für Champions. Und ja, würde ich sagen, nehme ich das dann morgen auch auf. Und ich würde sagen, wir spielen erstmal mit meinem Team ein bisschen online. Und ja, bis gleich. So Leute, und da ist unser erster Gegner. Ach du Scheiße. Der hat James Rodriguez. Ja gut, Bundesliga. Hat er natürlich dann Aubameyang als... Also Pulisic Halloween-Karte hatte ich auch, habe ich dann aber wieder verkauft. Ich brauchte nämlich dringend Coins. Aubameyang hat er auch. Als Leihspieler aber nur. Eieiei. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Ja, wir werden mal schauen, was wir hier so reißen können. Zur Information, ich bin nicht der allerbeste FIFA-Spieler. Kann es zwar natürlich ein bisschen, klar, aber bin jetzt natürlich nicht so ein Gamer Brother oder No Hand Gaming, ne? Also nicht verurteilen. Oh nein, 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 nein. Oh, was? Was wird denn da geschossen? Unter die Latte. Ich weiß gar nicht, war der drin oder? Ich weiß es gar nicht. Puh. Gott im Himmel. Ich mich jetzt aber kurz erschreckelt. Scheiße. Oh, nein. Oh, und dann ist er nicht schnell gedreht. Kommt da wieder nicht dran. Oh, und das ist Bruma. Der hat aber auch 93 Pace. Das ist nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Oh, das... Oh, Gott. Oh, nicht auf Foul spielen hier. Scheiße. Oh, nein. Jetzt kann Bruma starten. Oh, da ist Over. Nix. Nicht mit Ter Stegen. Nein, oh, wäre der durchgekommen, das wäre so gut gewesen. Oh, scheiße, Pisscheck. Das war auch nicht so langsam. Sehr schön, Junge. Sehr, sehr schön. Stolpert über den eigenen Mann drüber. Ah, hätte ich keinen Steilpass spielen sollen. Oh, jetzt hat er richtig Platz. Oh ja, perfekt. Man direkt den Ball abgeluchst. Oh, scheiße. Nein. Ja, komm, wir bringen mal Mkhitaryan. Mkhitaryan habe ich gezogen. Okay. Schön, schön, schön. Schön, Junge. Umtiti. Oh, da ist Mkhitaryan, der schnell und der kann noch. Der hat noch viel Fitness und jetzt einen angeschnittenen Schuss. Oh. Oh nein. Und er trifft den Ball nicht. Er trifft den Ball nicht. Was jetzt denn? Ach so, wird abgepfiffen. Ah, 0-0 zur Pause hin. Schön, Junge, Costa. Costa ist auch so eine richtige Maschine. Typ ist schnell. Oh, da haben wir eine Karte. Das ist eine Karte wert. Komm.
bin ich. Oh, 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 da ist er vor uns da. Ganz schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh, der hat einen Space, komm. Und TT, bleib an ihm dran. Oh, das macht er. Nein! Elfmeter! Was mach ich denn? Ich wollte. Oh, nein! Das kann doch nicht sein. Ich bin so doof und dann kriege ich durch sowas dann wieder so weit. Oh, nee. Dann schießt auch. Rodriguez. Ja, der guckt da an. Dann hält er den nicht. Oh, es ist unfassbar. Dass wir durch sowas dann noch ein Tor kassieren, das ist richtig, richtig doof. Da oben, komm, starte. Oh, Traumpass, 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 Traumpass. Hat er noch? Oh nein. Pedira, schieß mal. Ja! Da ist das Ding und wir laufen zur Kamera. Wir laufen zur Kamera. Schönes Tor. Schönes, schönes, schönes Tor. Das ist ein richtig guter Verteidiger. Der macht seinen Job richtig gut. Und der ist richtig schnell unterwegs. Oh, Eckball. Komm, die Gitarre, komm kurz. Mein Freund. Da ist Mbappé. Kommt aber nicht dran. Hör, wo ist meine Abwehr? Wo ist meine Abwehr? Oh, wir müssen warten, müssen warten. Das war schlecht. Komm, der drückt den aber weg. Kein Foul, kein Foul. Nein! Fuck! Dann macht er in der 86. Oh, dann deppt er. Und er deppt. Ich fass es nicht. Oh nein! Oh, jetzt müssen wir auf totale Angriff spielen. Oh mein Gott, in der 86. Und er deppt. Schade, jetzt muss er nur noch auf Zeit spielen, ey. Nein, und er kommt nicht dran und jetzt kann er richtig auf Zeit spielen. Jetzt spielt er richtig auf Zeit, oder? Er spielt. Ne, er spielt gar nicht auf Zeit. Komm, 3 Minuten gibt's noch jetzt. Komm schon, was? Ich hab doch. Das war doch ganz normaler Körpereinsatz. Auch FIFA. Ich bitte dich. Und damit sind wir raus. Ja. Ey, Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Dann macht er noch 2 Tore. Och Mann, och Mann, och Mann. Das kann doch nicht sein, dass wir so dann noch jetzt so krass verlieren. Wir waren noch die ganze Zeit so gut drin. Wir hatten den so gut im Griff. Und dann so eine Scheiße, ey. Das kann ich mir doch nicht angucken, ey. Das kann ich mir doch nicht angucken, ey. Das ist unfassbar und das macht auch keinen Spaß. Wenn man gegen so einen No-Hand verliert, das ist echt traurig, dass der für ein Glück hat, nur weil der Aubameyang Leier hat und oh, ich würde nicht angucken. Das kann ich mir nicht angucken. Das ist doch nicht schön. Oh. Ja gut, Freunde, ich beende das Video für heute. War natürlich jetzt eine komplett dumme Niederlage. Ich hätte besser spielen sollen. Ja, der Gegner war dann am Ende doch sehr überlegen, hat dann gewonnen. Ja. Schade, schade. Vielleicht gewinnen wir das nächste Spiel, aber dann auch erst in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach unten da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir ein Dislike. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao!